Was geht ab? Ja, das ist hier eigentlich nur ein Informationsvideo. Soll nicht zu lange gehen. Es geht natürlich um mein letztes hochgeladenes Projekt. Und zwar war das Jede Wind schwelgt in Erinnerungen Musik in Videospielen Teil 3. Das habe ich gestern hochgeladen. Und bedauerlicherweise wurde dieses Video von der GEMA gesperrt. Das habe ich so noch nie erlebt. Ich habe alle beiden Teile vorher auch hochgeladen. Da kriegst du als YouTuber dann meistens eine Information, hey, hier, hör mal zu, du hast hier Content, der dir nicht gehört. Ist allerdings nur ein Hinweis, ja. Unternehmen muss man eigentlich meistens nichts. Jetzt ist es allerdings so, dass irgendein Lied unter den ganzen Liedern wahrscheinlich unter so einen ID-Treffer fällt, was sofort dann in so eine Sperrung reinkommt. Ich kann nur mutmaßen, um welches Lied es sich handelt. Und das ist natürlich schade. Zur GEMA möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt viel sagen. Wir Deutschen sind meistens benachteiligt, was sowas angeht. Ihr kennt das, man will sich irgendwie ein Lied raussuchen und auf dem Weg dorthin bemerkt man, dass meistens Lieder nicht in Deutschland verfügbar sind. Das gleiche haben wir auch hier irgendwie, das ist sowas ähnliches, das ist überhaupt nichts damit zu tun, aber wenn ich bei Xbox Live irgendwas runterladen will aus dem amerikanischen Store, dann wird sofort gesagt, nee, aus deinem Land nicht, du lebst in Deutschland, das tut mir so leid. Ja, und das ist halt natürlich eine scheiß Sache. Jetzt habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Ja, und natürlich habe ich die Möglichkeit, oder das lasse ich auch einfach so sein, ich werde das Video an sich nicht löschen. Ich lasse es einfach so drauf, weil es haben sich ja auch Leute angeguckt. Ja, Leute haben sich ja hier ProxyTube für einen Firefox-Browser runtergeladen. Das ist so ein Plugin, das muss eigentlich sowieso jeder YouTube-Nutzer haben. Damit kann man seine Proxys verstecken, glaube ich, und dann kann man sich die Videos aus USA und was weiß ich was wo anschauen, die in deinem Land nicht verfügbar sind. Für Google Chrome heißt das Plugin Hide My Ass. Das sind so Plugins, die sollte man eigentlich drauf haben, aber manche haben es halt nicht und das ist halt nun mal so. Ich habe mir gedacht, okay, ich lasse es so drauf und alle, die diese Plugins sich runterladen wollen oder die diese Plugins sowieso haben, die können sich das Video in voller Länge anschauen, so wie es auch eigentlich gedacht war. Für alle anderen habe ich mir überlegt, ja klar, ich kann natürlich das ganze Video verändern. Man kennt das, wenn man zum Beispiel bei TV Total oder irgendwelche Fernsehausschnitte anschauen will, dann sind die meistens spiegelverkehrt, damit man da irgendwie die GEMA umgeht. Das ist ja nicht so schlimm. Bei meinem Video hat das überhaupt keine Relevanz. Bei meinem Video ist ja die Musik das Problem. Und da gibt es ja öfter mal so Methoden, dass man zum Beispiel die Tonlage verändert. Und zwar einfach das Hochpitchen zum Beispiel. Ja? Ich hasse das. Das geht nicht. Also wer kennt das? Ihr sucht ein Lied im Internet, ja? Ihr sucht ein Lied in YouTube und dann findet ihr irgendwie so ein Lied und das ist anders. Das ist halt irgendwie die hochgepitcht oder so. Oder oftmals gibt es auch sowas, dass zum Beispiel eigentlich ist das Lied so. Und dann ist das Lied auf einmal bei YouTube so. Ja, das geht natürlich nicht. Da habe ich mir auch gedacht, mache ich das? Ja, verändere ich das Lied, die Lieder an sich? Nee, ganz ehrlich, das mache ich nicht. Das verfälscht ja komplett die Illusion und den Effekt dabei. Das ist ja voller Bullshit. Da würde ich ja eigentlich dem Lied alles Unrecht tun. Das geht nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich kann ja wie gesagt nur mutmaßen, woran es liegt. Ich habe nämlich ein bisschen geschaut, welche Lieder sind denn auf YouTube schwer zu finden. Ja? Und tatsächlich habe ich zwei Lieder gefunden, die es an sich nicht gibt. Und diese beiden Lieder, das sind nämlich die Silent Hill Lieder. Silent Hill 4 und Silent Hill 3. Ich werde die jetzt rausnehmen und das Video nochmal hochladen für alle, die nicht diese Plugins installiert haben. Und dann müsst ihr leider ohne Silent Hill Musik auskommen. Aber ihr wisst, dass es eigentlich da wäre. Aber ich habe sowieso voll viele Lieder vergessen. Ich habe Mirror's Edge vergessen und Heavy Rain. Boah, Alter, da habe ich mich drüber geärgert. Egal, aber ich werde mal versuchen, das so hochzuladen. Mal gucken, ob das dann funktioniert. Es tut mir leid, ich kann, wie gesagt, nichts machen. Es war wirklich eine komische Situation. Ich wusste nicht, was ich da machen sollte. Auf jeden Fall werde ich jetzt weiter an meiner The Darkness 2 Review arbeiten. Wir sehen uns. Hau rein!